Hallo Lieben, ich mache mal weiter mit meiner Mythbusters-Reihe hier, wo ich so ein paar Mythen zerstöre. Ein Mythos, der auch so rumgeistert ist, dass Männer immer weniger Bettsport haben, aufgrund der Liberalisierung des Datingmarkts nicht mehr zum Zuge kommen, Frauen sich nur die bösen Alphas raussuchen und immer mehr Männer hinten runterfallen. Was stimmt, das muss man schon ganz klar sagen, dass gerade jetzt Generation Z und so weiter sagen jetzt die Studien, dass sie tatsächlich deutlich weniger Bettsport haben als zum Beispiel die Babyboomer. Ist auch schon lustig an sich. Also gut, sonst wären es wahrscheinlich auch nicht die Babyboomer gewesen. Aber also das kann man jetzt drüber nachdenken, wieso und warum. Also es ist, man sagt ja häufig so hypersexualized und underfucked irgendwie so. Oder ob das ja im Internet zusammenhängt und so weiter. Das kann man schon sagen, aber es betrifft eben nicht nur Männer. Und worauf das teilweise zurückgeht, gab eine Studie oder eine Befragung, eine große, die 2018 gemacht worden ist. Und während sonst die Zahlen so ja weitgehend ähnlich waren, also da zum Beispiel 2008, 10% der Männer hatten in den letzten 12 Monaten keine Indoor Olympics und 8% der Frauen, war das 2018 auf einmal 28% Männer und 18% Frauen, wobei diese 28% Männer natürlich, ja, shocking sind so, ne? Aber das habe ich ja schon im anderen Video mal gesagt, das ist halt immer, ist leider so, ist halt nicht so eine exakte Wissenschaft, diese Befragung, wie irgendwie so ein physikalisches Experiment im CERN oder irgendwie sowas. Und ja, davon wird viel genommen, ja, die haben Männer mal keinen Bettsport mehr. Aber das war scheinbar so eine Momentaufnahme. Also jetzt, wenn man da in 2021 reinguckt, da haben wir plötzlich 19% für Männer, also viel mehr Männer wieder am Start, aber dafür 23% für Frauen. Also worauf ich hinaus will, ist, ich meine, schon schlimm genug, dass so viele Menschen da keine körperliche Intimität mehr leben. Also das ist wirklich schon schlimm genug. Aber das schwankt von Jahr zu Jahr. Zumindest in dieser großen Studie von General Social Survey. Und mal ist es mal Männer, mal mehr Frauen. Und man muss es halt in so einem größeren Zusammenhang sehen. Wird ja auch oft gesagt, es gibt so mehr männliche Jungfrauen, also die auch im fortgeschrittenen Alter noch nie Bettsport hatten. Aber da habe ich jetzt auch mal geguckt, es ist zwar ein bisschen mehr Männer, 5%. Ist ja auch schon super viel eigentlich, und 2% Frauen, aber das sind eben keine drastischen Riesenunterschiede, wo man jetzt sagen kann, ja, ein Drittel der Männer fällt halt runter, Female Choice, sie kriegen gar nichts mehr auf die Kette, die armen Männer, Frauen daten nur noch die coolen YouTube-Psychologen und so weiter. Ist nicht so, ne? Ist nicht so. Und wieder so eine Sache, wo ist halt schwierig, wenn man immer schon, ich meine, ich kenne das ja auch, ne, aber wenn man immer schon so eine Vorannahme hat, dann findet man natürlich auch leichter Informationen, die zu dieser Vorannahme passen. Und man fällt selbst Wissenschaftlern schwer, eigene Brille abzulegen und wirklich mal in der Breite zu gucken, was ist denn hier eigentlich gerade Phase. Und das ist natürlich auch, ändert sich natürlich auch immer wieder. Aber ja, ich finde es super spannend, hoffe, interessiert euch auch. Kommentiert gerne mal, lasst mir ein Abo da. Kommt zur Lesung am 15.10. Wird ein Bomben-Ding. Also ist auch noch mehr als eine Lesung. Und packe ich hier nochmal drunter den Link. Und ansonsten macht die fucking Kurse, guckt nur die Videos. Arbeitet an euch, ne? Viel hilft viel. Und wir sehen uns bald wieder.